Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte, ihr könnt mich ein bisschen bei meinem Stitch-Bild begleiten. Ich finde die Farben einfach nur genial. Also, es ist wirklich wahnsinnig toll dafür, dass das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, so ein günstiges Amazon-Bild ist. Macht es einfach nur Laune. Und ich habe gedacht, ich nehme euch ein bisschen mit, dann kann ich euch auch gleich meinen neuen Stift zeigen. Und zwar ist das dieser hier. Ich hoffe, ihr könnt ihn auch so, der hat so einen ganz schönen Farbverlauf und hat halt hier auch so ein bisschen Absetzung. Und da waren auch mehrere Aufsetzer mit bei. Und der gefällt mir eigentlich ganz gut. Den werde ich jetzt benutzen zum Painten. Und ich bin jetzt hier oben das Stück. Und dann habe ich sozusagen noch diese drei Blätter vor mir. Ich habe heute auch schon eine ganze Zeit an meinem Brother and Sister von Karat.art gemacht. Und jetzt muss ich hier nur gerade gucken, bei welcher. Jetzt habe ich schon gefunden. ich habe gerade heute auch schon ein bisschen was für TikTok gemacht. Da bin ich ja im Moment sehr aktiv, seitdem ich den Account da habe. Wollte noch versuchen, heute auf die 700 Follower zu kommen. Und ich war eigentlich schon immer total gegen TikTok. Ich kannte das halt nur von den Kindern, dass so absurde Sachen dann nur gezeigt werden. Und aber dass man da auch so viel von Diamond Painting erfahren kann, hatte ich gar nicht gewusst. Ich habe gestern sogar noch einen Tipp von einer amerikanischen TikTokerin da gesehen. Ist ein ganz einfacher Tipp. Kann auch sein, dass ich die einzigste Diamond Painterin bin, die das noch nicht wusste. Aber den habe ich direkt umgesetzt bei einem Bild. Man hat das ja, wenn man immer ein Döschen sortiert und man zum Beispiel Sticker von Diamond Art Club oder vom Sticker Maker auf die Döschen macht, dann hinterher das Problem, dass man die Sticker dann nach Beenden des Bildes schlecht wieder abkriegt. Und dann habe ich ein Kitting Up von einer dort gesehen und die hatte dann noch irgendwas anderes vor dem Sticker drauf gemacht. Und dann habe ich sie gefragt, was das ist. Und die klebt sich einfach erst einen dünnen Streifen Washi-Tape drauf und dann den Sticker. Und dann kann man es ja mit dem Washi-Tape zusammen später einfach wieder ablösen. Kann natürlich sein, dass das alle, die das jetzt von mir hören, schon alle wissen. Und nur ich war wieder noch nicht so weit. Aber ich habe mich echt gefreut, diesen Tipp da bekommen zu haben, weil das ist ja echt eine Erleichterung. Und habe das dann auch gleich umgesetzt. Und falls es doch jemanden noch gibt, der das nicht wusste, hat das jetzt von mir gehört. Ja, wie gesagt, dieses Bild macht wirklich Spaß zu painten. Das werde ich jetzt ja auch bald beenden. Ist ja auch kein so großes Bild. Aber das mache ich halt nur so abends so ein bisschen vom Fernsehen, beim Fernsehen gucken. Das Brother and Sister von Jasmine Beckett Griffiths ist ja mein Hauptprojekt. Das möchte ich aber auch unbedingt im Juni noch beenden. Aber ich hoffe ja, dass ich noch ein bisschen Urlaub habe, bevor ich meine neue Stelle antreten muss oder antreten darf. Ja, aber das konnte ich mit meiner Chefin immer noch nicht besprechen. Ja. Im Moment mag ich da auch gar nicht mehr hingehen zur Arbeit. Aber ich bin auch kein Typ, der sich jetzt krank schreiben lässt. Deswegen war ich damals ja auch so enttäuscht von deren
Reaktion, als ich mich dann wegen meiner Tochter das eine Mal habe krank schreiben lassen, weil sie ja Corona hatte und ich sie mit 10 Jahren nicht alleine lassen wollte. Ja. Aber die haben jetzt das gekriegt, was sie anscheinend wollten. Und ja. Wo habe ich denn jetzt die Dose? Jetzt habe ich die Dose wahrscheinlich gar nicht hier. Ne, sieht nicht so aus. Dann mache ich jetzt mit einer anderen Farbe weiter. Dann mache ich jetzt das Y. Mich würde mal interessieren, welche Döschen benutzt ihr denn am liebsten? Bei diesem Bild habe ich jetzt diese Variante. Dann habe ich ja auch mehrere Koffer. Einmal mit Tic-Tac-Dosen, einmal mit runden Dosen und einmal mit großen Tic-Tac-Dosen. Also verschiedene Koffer. Und dann habe ich ja noch diese, ja, wie soll ich euch das zeigen, ohne hier alles. Und dann habe ich ja noch diese Variante. Also aus Zip-Beuteln painte ich ja eigentlich gar nicht, es sei denn, es ist jetzt so ein mega kleines Bild, dann kommt, kann das vielleicht schon mal sein. Aber ja, würde mich mal interessieren, was ihr so bevorzugt. Ja. Heute ist ja Sonntag. Jetzt nehme ich auch natürlich wieder die falsche. Das falsche Feld. Ja, die Kleine war gestern vergünstigt zum Heidepark Soltau gefahren. Das war eine Aktion hier vom Fahrheim für alle, die bei den Sternsingern 6. Januar mitgemacht haben als Dankeschön, und dadurch konnten die jetzt für 25 Euro inklusive Busfahrt da mit hinfahren, was ja echt günstig ist. Ist 3 Stunden von uns entfernt. Ja, 3 Stunden hin, 3 Stunden zurück, also die war völlig fertig, als sie abends nach Hause kam. Sie war so um 9 Uhr zu Hause abends. Es ging ja schon um 7.30 Uhr morgens los. Ja, die war völlig fertig mit der Welt. Ja. Ich mache mir im Moment ein bisschen Sorgen um meinen Zustand, dass ich das dann auch alles so hinbekomme mit meinem Schwindel. Weil neue Arbeit ist dann ja auch erstmal aufregend. Ich hoffe, das wird. Also das Bild von Karat.a, dieses Brother and Sister von Jasmine Beckett Griffiths, das ist echt ein Traum. Das ist ja das mit diesen Mädchen und dem Reh. Und da bin ich auch ein ganzes Stück weitergekommen. Das möchte ich auf jeden Fall im Juni beenden. Und dieses natürlich. Aber dieses werde ich hoffentlich nächste Woche beenden. Und heute ist ja der 12. Also ist noch gut Zeit, um das im Juni fertigzustellen. Jo. Hier kann ich eigentlich auch mal ein bisschen mit Mehrfachsätze arbeiten, ne? Ja, was kann ich euch sonst noch erzählen? Ja, gute Frage, nächste Frage. Also für Mehrfachsätze, da muss man sich dann erst hier an dieses gewöhnen. Obwohl, andererseits kann man sich daran auch gut festhalten, an dieser Rille.
Ich habe meine Enttäuschung ja noch nicht ganz verwunden von dem AliExpress-Bild. Ich habe gerade noch mal eine Ecke mehr gepaintet, aber ich denke, dass ich es nicht beenden werde, also dass ich das nicht painten werde, das Bild. Aber dass mir das Stitch-Bild so gut gefällt, hätte ich echt nicht gedacht. Ich dachte, das wird eher ein Bild für meine Tochter. Aber die Farben, die sind so schön. Und es lässt sich auch sehr gut legen. Es ist halt auch nicht nur eine Farbe der Hintergrund, sondern so, ja, so toll verteilt, dass das so einen richtig tollen Effekt macht. Also nicht einfach nur weiß der Hintergrund, sondern trotzdem mehrere Farben. So dass es dann wirklich toll wirkt. Beim Atmen irgendwie so Schmerzen, aber das wird wieder durch eine Blockade bei mir kommen. Es gibt ja wirklich keinen Tag, wo ich nicht irgendwie was blockadenmäßig merke. Das ist echt schlimm. Und ich hoffe sehr, dass das ein bisschen besser wird mit der neuen Stelle. Ja, und so lange ist es gar nicht mehr hin. Heute in 3 Wochen ist dann schon mein erster Arbeitstag gewesen. Das ist ja auch ein Freitag, ist ja auch eigentlich gar nicht schlecht. Dann arbeite ich einen Tag und kann mich dann erstmal wieder ein bisschen regenerieren, weil ich ja auch noch nicht weiß, ob ich in der alten Firma in der Woche noch arbeiten muss, wovon ich aber stark ausgehe. Ja, mal schauen. Bin immer mal gespannt, ob und wann die mir noch Resturlaub geben. Habt ihr denn dieses Wochenende noch was gemacht? Wir haben gestern nur gegrillt, haben meine Schwiegereltern dann noch dazu eingeladen. Weil heute wäre eigentlich die Einlösung von Schwiegervaters Geburtstagsgeschenk gewesen, Fahrradtour mit der ganzen Familie und dann hinterher Spargel essen, aber das muss leider ausfallen, weil mein Schwager sich mit Corona infiziert hat. Wir wollen diese Einlösung dann ja halt mit der ganzen Familie machen. Ja. Sonst würde ich hier jetzt auch gar nicht sitzen. Gerade das erste Mal mit Baufahren versiegelt. Eigentlich versiegel ich meine Bilder ja gar nicht und ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, ob ich es überhaupt nochmal machen werde. Ich hoffe, das Bild, wenn das trocken ist, ist das wieder. Ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, der Glanz ist jetzt weg. Jetzt habe ich mir extra dieses Baufahren
besorgt, weil viele sagen, dass das genauso gut ist wie diese teuren Versiegelungsprodukte von den Diamond Painting Firmen. Aber so ganz überzeugt bin ich da noch nicht von. Ich habe aber bisher auch nur ein Produkt getestet und das war das von Pigmondo. Das hatte ich mir irgendwie mal dazu bestellt. Also ich habe noch nie ein Bild bei Pigmondo bestellt, nur mal so ein Probebild. Und ich glaube, da hatte ich mir das dann mitbestellt. Aber kann jetzt noch gar nicht sagen. Und das Bauchfahren, das schlägt mir auch ganz schön auf die Lunge, muss ich sagen. Es ist ja sehr geruchsintensiv. Ich habe auch schon überlegt, ist das eigentlich sowas wie Kleister oder ist das noch wieder was anderes? Ich glaube, das ist noch wieder was anderes, ne? Naja, mal schauen, wie das Zebrabild nachher aussieht. Ich habe es, die Versiegelung selbst habe ich auch bei TikTok gezeigt. Aber ja, jetzt muss es erstmal trocknen. Wie findet ihr denn das neue Bild von Tini Schnickschnack, dieses reine AB-Bild? Irgendwie finde ich das sehr cool, vor allem von dem, also von dem Glanz. Aber andererseits bin ich von dem Bild selbst noch nicht so überzeugt, ob das was für mich wäre. Dieses Axolotl-Bild oder wie das Tier heißt. Es sind ja 20 AB-Farben, so in Pastelltönen. Kommt man ja auch bei TikTok im Moment nicht dran vorbei. Und ich hatte mir einen Stift bei Tini Schnickschnack bestellt. Und dann so ein extra Schiffchen noch. Aber jetzt ist das natürlich schon seit dem 1.6. in den Weiten von DHL verschwunden. Glaube auch fast nicht, dass das noch kommt. Aber Tini meinte halt, sie muss 2 Wochen warten, bis sie so eine Sendungsverfolgung machen, also so einen Nachforschungsantrag machen kann. Deswegen muss ich jetzt noch ein bisschen warten. Ich habe natürlich immer noch die Hoffnung, dass es doch noch ankommt, aber seit dem 1.6. hat sich am Status auch gar nichts getan. Also denke ich mal eher, dass das verschwunden ist, verschollen ist. Jo. Würde sagen, hiermit beende ich dann auch gleich den kleinen Überblick über das Stitch-Bild. Ich zeige euch nochmal eben ganz, also ich finde es wirklich toll. Auch so, ich finde, das erkennt man auch richtig gut, auch mit den Konturen. Also es ist wirklich schön, dem Schmetterling. Ich habe erst das gemacht, dann habe ich es umgedreht und dann werde ich wahrscheinlich erst ein dies machen, dann das machen und am Schluss das. Dann bleibt es auch interessant. Das Ganze hat 22 Farben, hat halt eine Größe von 30x40. Und ja, ich hatte euch das ja schon mal verlinkt, das hat irgendwie 10 Euro gekostet. Und von Teenie Art, das war auch in so einer schönen Verpackung. Also muss ich echt sagen, hat mir gut gefallen, als ich es ausgepackt habe. Und gefällt mir immer noch sehr gut, so wie es jetzt gelegt ist. Ja, dann würde ich sagen, beende ich jetzt mal dieses kleine Paint with me und dann habt ihr einen kleinen Überblick, wie weit ich jetzt mit Stitchy bin. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auch im nächsten Video. Und vergesst bitte das Liken nicht, denn dann werden meine Videos auch anderen Zuschauern gezeigt, die mich noch nicht abonniert haben.
Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.